Inmitten des Indischen Ozeans liegt ein Naturparadies mit Traumstränden, Bergen, Urwald und Meer. Erst vor 400 Jahren fanden die Menschen ihren Weg ins Paradies und verwandelten es in eine Hölle auf Erden für Sklaven und Schuldknechte. Vor einem halben Jahrhundert wurde die Insel unabhängig und bietet Naturwunder und spannende Geschichten. Von seltenen Tieren und den Menschen, die sie vor dem Aussterben bewahren. Mauritius, ein Paradies aus Wasser und Wald. Und über 800 Meter hohen Bergen, inmitten des unendlichen Ozeans. Jahre lang prägte die Sklaverei das Gesicht der Insel. Der über 500 Meter hohe Mont Brabant ist das Symbol für diese dunklen Jahre. Zu seinen Füßen wurde vor einigen Jahren eine archäologische Entdeckung gemacht. Jan de Marossem ist Nachfahre der Kolonialherren und kommt fast täglich zu der Gräberstätte mitten im Wald. Es ist kein geweihter Boden im kirchlichen Sinne, aber für die Mauritier ist es der heiligste Platz der Insel. Those living here a very long time ago used to bury their death here. Die, die vor langer Zeit hier lebten, begruben ihre Toten an dieser Stelle. Die Archäologen haben herausgefunden, dass die hier Begrabenen aus Mosambik und Madagaskar stammten. Es ist ein heiliger Ort für die Dorfbewohner, direkt am Fuß des Mont Brabant. Geflohene Sklaven sollen die Gräber angelegt haben. Sklaven, die lieber starben, als sich gefangen nehmen zu lassen. Es gibt viele Geheimnisse aus dieser Zeit und kaum Gewissheiten, sondern eher Mund-zu-Mund-Propaganda. Vielleicht starben die Menschen, als sie sich vom Berg in die Tiefe stürzten. Das hier aber ist ein handfester Beweis. Und vielleicht finden wir noch mehr rund um den Berg. Es ist so lange her, aber im Moment laufen Untersuchungen. Und sicherlich werden wir mehr über diese Zeit herausfinden. Mit dieser Zeit meint er die Hochzeiten der Sklaverei vor knapp 200 Jahren, als sich nachweislich hunderte geflohener Sklaven auf dem Berg verschanzt hatten, 556 Meter über dem Meer. Etwa 10% der Sklaven flüchteten. Der Berg ist wie eine natürliche Festung, also ein ideales Versteck. Für die Sklavenhalter war es extrem schwierig, sie da wieder einzufangen. Was niemals geschah. Erst am 1. Februar 1835 betrat eine Polizeiexpedition den Gipfel, um das Ende der Sklaverei zu verkünden. Als die Polizisten den Gipfel erreicht hatten, stürzten sich die Sklaven in die Tiefe. Denn sie hatten wenig Grund, den Soldaten zu glauben, es wäre vorbei. So die Legende, die zum Gründungsmythos des modernen Mauritius wurde. When we see this mountain, we associate it to the tragic history. Mit diesem Berg verbinden wir die tragische Geschichte der Sklaven. Deswegen ist er so würdevoll. Für uns hat der Berg seine eigene starke Persönlichkeit. Das schließt alle Bevölkerungsgruppen ein, vor allem aber die Nachfahren der Sklaven.
Deren Musik und Tanz, der Siga Tipik, gehört heute zum Weltkulturerbe. Die Gruppe Nous Sven La Musique gehört zu den Besten. Sie üben am Strand vor dem Mont Brabant für das große Festival Creole. Lebensfreude in Musik gegossen. Wenn die Trommel schlägt, dann kann man nicht sitzen und einfach zuschauen. Dann muss man tanzen und sich im Rhythmus bewegen. Das ist pure Freude, wenn alles um dich herum tanzt, sich freut, aus sich herausgeht. Man hat mehr Courage, mehr Schwung, wenn der Siga erklingt. Dabei sind die Wurzeln des Siga alles andere als vergnüglich. Der Siga ist aus der Sklaverei entstanden. Es ist eine traurige Musik. Sie war ein Mittel, das eigene traurige Schicksal zu beklagen. Das gilt auch für den Tanz, der zum Siga gehört. Sie können das sehen, wenn die Leute so tanzen. Sie hatten Füße und Hände in Ketten und haben ihre Geschichte, ihre Freude so ausgedrückt. Lebensfreude, die ansteckend ist und tief verwurzelt. Man muss den Siga Tipik wirklich lieben, um ihn spielen zu können. Das kommt aus tiefstem Herzen. Noch eine Woche bis zum großen Auftritt. Bis die kreolische Kultur die ganze Insel erklingen lässt. Im 19. Jahrhundert kehrten die befreiten Sklaven den Plantagen den Rücken und wurden zu Fischern. Anstatt weiter auf den Feldern zu knechten, suchten sie die Freiheit auf dem Wasser. Das funktionierte lange gut. Für uns Fischer ist es wirklich schwierig. Wir haben viele Probleme, vor allem mit dem Thunfisch. Jetzt ist die Saison, in der alle Fischer auf den Thunfisch warten. Der kommt nämlich genau um diese Zeit an die Küste. Und hier erwarten wir ihn. Aber die meisten Thunfische werden heutzutage von großen Fangschiffen weit vor der Küste abgefischt. Mit kilometerlangen Netzen. Für die Haken der kleinen Fischer bleibt kaum noch etwas übrig. Ich liebe das Leben mit der Familie und dem Meer. Es ist eine Liebe mit ungewisser Zukunft. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir weiter rausfahren. Uns zusammentun und industriell fischen. Das ist die einzige Lösung. Die Taiwaner und Japaner fangen allen Thunfisch weg. Schau dir all die Boote am Strand an. Das sind 100 Boote, 100 Familien, die vom Fischfang leben. Und wenn die großen Netzfischer nicht etwas mehr übrig lassen, bleibt für uns kein Thunfisch mehr. So ist es. Seine Kinder lernen andere Berufe. Berufe, die nicht dem Untergang geweiht sind. Und auch in einer modernen Welt funktionieren. Heute leben knapp 1,3 Millionen Menschen auf der Insel. Seit ihrer Entdeckung vor knapp 400 Jahren nahmen abwechselnd Portugiesen, Holländer, Franzosen und Engländer Mauritius in Besitz. Und siedelten Sklaven und Schuldknechte an. So entstand eine faszinierend gemischte Bevölkerung, im wahrsten Sinne des Wortes, aus aller Herren Länder. Die größte Stadt auf der Insel ist Port Louis. Vor den Passatwinden durch hohe Berge geschützt, entwickelte sich die Stadt zum wichtigsten Hafen für den Handel mit Zucker. Und zum Dreh- und Angelpunkt des Handels mit Menschen.
Fast alle kamen an dieser einen Stelle an Land, dem Immigrationslager, durch dieses Tor, über diese Treppenstufen. Sie existieren noch heute und gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Corinne Forest ist die Restauratorin des Lagers, von dem bis auf die Treppe nur noch spärliche Reste erhalten sind. Wir sind hier in Aprawasigat, dem alten Immigrationslager. Hier kamen die Vertragsknechte an, die sich für die Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen verpflichtet hatten. Bevor sie auf die Plantagen kamen, verbrachten sie 2 Tage hier im Lager. Vertraglich verpflichtet zu 7 Jahren Schuldknechtschaft. Die Verträge wurden an Plantagenbesitzer verkauft. Und mit ihnen die Menschen, die durch diese Mauern auf die Insel gekommen waren. Billige Arbeitskräfte. Leben zum Spottpreis. Die Sklaverei wurde auf Mauritius 1834-35 abgeschafft. Man musste sich jetzt was einfallen lassen, weil es nicht mehr genug Arbeitskräfte für die Plantagen gab. Die Briten haben sich dann die Vertragsknechtschaft ausgedacht und das System hier auf Mauritius getestet. Ein System, durch das am Ende insgesamt 2,2 Millionen Menschen rund um die Welt geschickt wurden. Vom Start hier bis ins Jahr 1910. Von der einst riesigen Anlage ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch ein paar menschenleere Mauern, eingeklemmt zwischen Meer und asphaltierter Zivilisation. Aus dem menschenleeren Naturparadies im Indischen Ozean wurde eine Insel unter der Fuchtel der Weltwirtschaft. Ökonomie statt Ökologie. Mit allen Nebenwirkungen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Die versucht man gerade in den Griff zu bekommen. Oder zumindest abzumildern. Unter anderem in den Feuchtgebieten und Mangrovenwäldern an der Blauen Lagune. Zusammen mit Schulkindern holen Sébastien Sauvage und seine Mitstreiter von EcoSüd, einer Naturschutzorganisation, das raus aus den Mangroven, was definitiv nicht reingehört. Müll. Mangrovenwälder sind wie Netze. Sie fangen alles auf, was von Regen oder Wellen zwischen ihre Wurzeln gespült wird und von allein nie wieder verschwindet. Heute ist eine Schulklasse hier, die an der Reinigung des Feuchtgebiets am Point Jérôme teilnimmt. Das ist Teil unseres Aufklärungsprogramms. Schülern und Jugendlichen zu zeigen, was mit unserem Plastik passiert. Du benutzt eine Plastikflasche für 1/2 bis 2 Minuten. Aber was dann? Was geschieht mit ihr? Wo landet sie schlussendlich? Oft landet sie in den Mangroven. Die Küstenwälder existieren im Wechsel von Ebbe und Flut. Unzählige Lebewesen haben sich diesem Lebensraum angepasst, leiden aber darunter, dass Mangrovenwälder gerodet, trockengelegt werden oder vermüllen. Sébastien und seine Mitstreiter halten dagegen, denn Mangroven sind überlebenswichtig. Le wetland ist ein Ökosystem. Die Feuchtgebiete sind ein Ökosystem, das extrem wichtig für die Fortpflanzung von Fischen in der Lagune ist. Will man eine gesunde Lagune mit Fischen und Korallen, muss man die Mangroven pflegen und erhalten. Sie bilden ein aktives Ökosystem, das das Wasser filtert. Es gibt unzählige Wasserlebewesen, wie Krabben, kleine Quallen und andere.
die das Wasser auf natürliche Art filtrieren. Deshalb gesundes Feuchtgebiet, gesunde Lagune. Unter dem Verschwinden der Mangroven leidet deshalb auch das Meer. Vielerorts ist das nicht mehr zu retten, aber auf Mauritius hat man noch eine Chance. Noch gibt es die gigantischen Wasserfilter, die für ein sauberes Meer sorgen. Sebastian und seine Leute sind auch auf dem Wasser aktiv, oder besser gesagt unter Wasser. Hier werden Korallen gezüchtet, in einem Riff, das Hilfe nötig hat. Das Korallenzuchtprogramm ist eigentlich ganz einfach. Wir nutzen die Fähigkeit der Korallen, sich aus einzelnen Fragmenten wieder aufzubauen. Also entnehmen wir Teile von ihnen und verfrachten sie in eine Zuchtanlage. Hier pflegen wir sie in ihrer natürlichen Umgebung. Und wenn sie groß genug sind, dann bringen wir sie in Gegenden, die vorher durch menschliche oder Umwelteinflüsse geschädigt wurden. Korallen sind Tiere. Sie bilden ein Skelett aus Kalk. Damit aus dem kleinen Nachwuchs wieder ein Riff entsteht, ist viel Pflege nötig. Man kämpft um jedes Tier. Korallen sind empfindliche Organismen. Sie reagieren auf Stress. In den letzten 10 oder 20 Jahren haben wir eine Menge Veränderungen beobachtet. Korallen sind ausgeblichen, sei es durch Umwelteinflüsse oder menschliche Aktivitäten. Darauf reagiert die Koralle. Sie bleicht aus oder stirbt sogar. Was gerade Schätzungen zufolge fast 90% aller Korallenriffe droht. Shashi und seine Kollegen halten mit Handarbeit dagegen. Ihre Arbeit ist aber nur ein Baustein in dem Bemühen, das Verschwinden der Korallen zu verhindern. Vor der Küste von Mauritius wird auch im größeren Rahmen gearbeitet. Korallen brauchen festen Boden zum Siedeln. Und dieser feste Boden kann auch aus Metall bestehen. Deshalb werden seit knapp 30 Jahren immer wieder Schiffe versenkt. Absichtlich, um den Korallen diesen Siedlungsplatz zu bieten. Bis vor kurzem hat der Fischtrawler noch das Meer leer gefischt. Jetzt wird er zur Kinderstube für zahlreiche Unterwasserlebewesen. Durch den Klimawandel bleichen viele Korallenriffe aus. Diese natürlichen Lebensräume erleben einen Niedergang. Und damit verlieren auch die Fische ihre Heimat. Künstliche Riffe können da eine Alternative sein. Mit Nischen, in denen sie sich vor Räubern verstecken können. Aber das dauert. Wir gehen davon aus, dass die Korallen etwa 10 Jahre brauchen, ehe die Fische wieder ein natürliches Habitat finden. Stefan ist Berufstaucher auf Mauritius. Zusammen mit seinem Kollegen Normand ist er auf dem Weg zu einem älteren Wrack. Ihr Auftrag? Nachschauen, wie weit sich die Natur das künstliche Riff zu eigen gemacht hat. Im glasklaren Wasser des Tropenparadieses. Auf dem Wrack hat sich Rost breit gemacht. Und auf dem siedeln unzählige Pflanzen und Tiere. Ein typischer Riffbewohner ist der gepunktete Igelfisch,
Er hat das Wrack angenommen, als Second-Hand-Lebensraum. Ebenso wie eine andere Art, der Soldatenfisch, benannt nach den Roten Armee-Uniformen der Briten. Dass es ein bisschen nach Industrieromantik riecht, ist den Riffbewohnern herzlich egal. Hauptsache, man hat genug Futter und schützende Strukturen um sich rum. Das bieten die Wracks und damit nach einigen Jahren die Basis für eine komplette Nahrungskette. Jetzt wird es spannend. Alles sieht gut aus. Aber sind die Korallen auch weiter gewachsen? Schlussendlich geht es uns darum, festzustellen, wie lange die Korallen brauchen, um zu wachsen, bis sie wieder eine solche Größe haben. Aber wirklich von Erfolg zu sprechen, zu sagen, ja, das klappt, ist nicht immer einfach. An einigen Stellen funktioniert es ganz gut. Da gedeihen sie richtig an den Wracks. Aber genau die werden oft auch durch das Wetter zerstört. Wir sind schließlich in den Tropen mit Wirbelstürmen und Flutwellen. Und dann steigen noch die Wassertemperaturen. Wenn man in die Zukunft schaut, sieht es insgesamt eher schlecht aus. Aber ich hoffe nicht. Ein frommer Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung gehen wird. Für die faszinierende Unterwasserwelt von Mauritius. Auch über Wasser hat das bis vor 400 Jahren menschenleere Mauritius enorme Veränderungen erlebt. Die Wildnis wurde besiedelt. Und rund um die über 800 Meter hohen Berge entstanden Siedlungen und Städte. Die haben mittlerweile nicht nur einen Großteil der Wildnis verschluckt, sondern auch unsere eigenen Spuren. Die menschlich-unmenschlichen. Diese Gebäude standen früher inmitten der Zuckerrohrplantagen. Sie gehören zu den letzten steinernen Zeugen der Schuldknechtschaft. Ein Vermächtnis, das mühevoll restauriert wird, von Corinne Forest und ihren Mitarbeitern. Wir sind hier in Trianon, unweit der Stadt Quatre Bornes im Inselinneren. Es ist eine ehemalige Zuckerrohrplantage aus dem Jahr 1803. Es gab wie auf allen Plantagen die Villa des Besitzers, Gärten, Häuser und Anbauten fürs Personal und die Unterkünfte für die Arbeitskräfte in der Zuckerrohrverarbeitung und sogar einen tamilischen Tempel, der heute noch existiert. Genau wie der alte Schornstein der Plantage, der heute zu einer Fabrik gehört. Die Gebäude haben überlebt, weil sie zweckentfremdet wurden, als Lagerhallen und Werkstätten. Ursprünglich waren es Wohnungen. Die archäologischen Ergebnisse zeigen, dass es sich hierbei nicht um die Unterkünfte der einfachen Schuldknechte handelte, sondern eher um die Häuser der Vorarbeiter, derjenigen, die auf der Karriereleiter höher standen. Die einfachen Hütten der Arbeiter lagen zwischen den Feldern und sind heute verschwunden. Wo sie ihr Leben fristeten. Und kaum Spuren hinterließen. Die verbliebenen Gebäude aber werden Stein für Stein für die Nachwelt erhalten. Von Corinne und ihrem Kollegen Ashwin. Alors ici, nous faisons la conservation et la restauration de ce bâtiment.
Wir restaurieren hier die Gebäude aus der Zeit der Vertragsknechtschaft mit den traditionellen Techniken. Das heißt, wir respektieren die Lebensart der Leute, die die Gebäude errichtet haben, und verwenden das Originalmaterial, nur Kreide, Kies und Sand. Aber nicht immer steht das ursprüngliche Material zur Verfügung. In solchen Mühlen wurden Korallen zu Kalk zerrieben. Das verbietet sich heute. Der Kalk wird importiert, aber sonst bleibt alles original. Das ist die Geschichte unserer Vorfahren, die in solchen Gebäuden gelebt haben. So können wir den jüngeren Generationen zeigen, wie es war damals. Damals. Das waren die Zeiten, als die Arbeiter von hier aus auf die Felder gingen, um Zuckerrohr anzubauen und zu ernten. Das geschieht auch heute nach wie vor. Fast 90% der Anbauflächen der Insel sind Zuckerrohrfelder. Das Zuckerrohr wird heute aber maschinell geerntet und nur noch selten in Handarbeit. Der Rest ist Gemüse, das auf unzähligen kleinen Feldern angebaut wird. Viele Mauritier sind Selbstversorger und halten sich so über Wasser. Mauritius hat wie alle Länder der Welt mit Flächenverbrauch zu kämpfen. Wo intensiv gebaut und angebaut wird, verschwindet die echte Natur. Nur noch 2% sind Wildnis. Erhalten sind aber Orte, die zur Arche Noah für die bedrohte Natur wurden. Wie die Île aux Aigrettes vor der Ostküste von Mauritius. Die Insel mit einer Größe von 50 Fußballfeldern ist zu einem Mauritius im Kleinformat geworden. Mauritius vor 400 Jahren. Vikash Tataya ist Chef des Mauritian Wildlife Fund, des Besitzers der Insel. Streng abgeschirmt von äußeren Einflüssen werden hier die Tiere und Pflanzen nachgezüchtet, die es früher auf Mauritius gab. Und die selten geworden oder schon ganz verschwunden sind. Und das sind viele. Salut Pascal, ça va bien? Ça va? Hallo Pascal, wie geht's? Du arbeitest am Bois de Ronde? Ja, ein sehr seltenes Gewächs, das wir aus der Versenkung geholt haben. Und hast du immer noch Probleme mit den Ameisen? Ja, mit den Ameisen. Wir haben sie aus der Pflanze geholt, auch die Eier. Aber irgendwie lauern die sogar im Kompost. Ameisen. Kleine, vom Menschen importierte Probleme. Man muss verstehen, dass Mauritius erst vor knapp 400 Jahren besiedelt wurde und seit damals viel am Ökosystem zerstört wurde. Und wir versuchen jetzt, das ganze Ökosystem zu restaurieren. Nicht nur Vögel und Reptilien, sondern zuerst mal die Pflanzen. Dazu gehen wir in die Reste der Urwälder und suchen die Pflanzen, die fast ausgestorben sind. Finden wir welche, dann nehmen wir die Samen und ziehen sie in unserer Baumschule auf der Île aux Aigrettes groß. Wenn es soweit ist, bringen wir sie zurück nach Mauritius und pflanzen sie in Naturschutzgebieten wieder ein. Auf die Art ist es uns gelungen, auf Mauritius und der Nachbarinsel Rodrigues eine ganze Reihe von Pflanzen zu retten, die fast verschwunden waren. Zu den Ausgestorbenen auf vielen Inseln gehören auch die Giganten des Urwaldes, Riesenschildkröten. Auf der Île aux Aigrettes haben sie ein Refugium. Il faut savoir que les mascarins avaient des tortues géantes. Auf der Inselgruppe, zu der Mauritius gehört, lebten immer Riesenschildkröten.
Sie waren die Baumeister des ganzen Ökosystems. Sie kontrollierten durch Fressen den Pflanzenwuchs und verbreiteten auch die Samen vieler Pflanzen. Mit der Ankunft des Menschen passierte dann Folgendes. Man erkannte, dass ihr Fleisch sehr gut war. Also nutzte man die Tiere, schlachtete sie, nahm lebende Tiere als Proviant mit auf die Schiffe oder aß sie direkt hier auf der Insel. Das ging so weit, dass am Ende fast alle Arten, man vermutet, dass es 5 oder 6 waren, komplett ausgestorben waren. Diesen Fehler, den man schon vor Jahrhunderten machte, versuchten andere wieder auszubügeln. Allen voran Charles Darwin, der Begründer der Evolutionsbiologie. Er startete 1836 ein Projekt zur Rettung der Arten. Das hier sind die Nachkommen. The Aldabra giant tortoise is a species. Die Aldabra-Riesenschildkröte stammt ursprünglich von der Insel Aldabra und wurde hierher umgesiedelt. Als Charles Darwin bemerkte, dass die Schildkröten hier auf Mauritius ausgestorben waren, brachte er einige Tiere von Aldabra hier rüber. Auch aus Angst, dass sie auf Aldabra ebenfalls aussterben würden. Und hier füllen sie jetzt die gleiche ökologische Nische wie auf Aldabra. Sie werden bis zu 200 Jahre alt und wiegen dann über 200 Kilogramm. Am Anfang sind sie kaum größer als eine Handfläche und wachsen auf über 1 Meter Länge. Und sind, wenn sie sich auf die Beine stellen, genauso hoch. In der Aufzuchtstation werden sie wöchentlich gewogen und vermessen, bis sie groß genug sind, um nicht mehr gestohlen zu werden. Die Gefahr besteht durchaus, denn sie passen in jede Hosentasche und sind seltener als Diamanten. Und für Adrian auch liebenswerter. Es sind großartige kleine Kerle. Sie sind extrem genügsam und können so alt werden. Und die Sanftmut, die sie an den Tag legen, so riesig und so friedlich, zumindest dem Anschein nach, das ist großartig. Solchen Kerlchen hilft man gerne auf die Beine, wenn sie mal straucheln. Ein Stockwerk höher hängen Riesenflughunde ab. Auch so eine gefährdete Art. Alice Leonard kümmert sich um die Tiere, die fast ausgerottet wurden, weil sie Obst lieben. Eine Todsünde auf einer landwirtschaftlich genutzten Insel. Ich verstehe nicht, warum Flughunde einen so schlechten Ruf haben. Sie sind süß und knuffig und spielen so eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie tragen zur Verbreitung seltener Pflanzen bei. Ihren schlechten Ruf haben sie wohl allein dadurch, dass sie Früchte essen. Aber der Einfluss ist längst nicht so groß, wie die Leute denken. Sie fressen nicht alles auf und nehmen den Obstbauern auch nicht alles weg. Sie sind eine bedrohte Art kurz vor der Ausrottung und richten weit weniger Schaden an als angenommen. Und schließlich sind sie Teil einer Natur, die vor uns Menschen hier war. Eine Natur, die sich über 10 Millionen Jahre entwickelt hat. Entstanden aus Vulkanen, deren Spuren man überall auf der Insel noch entdecken kann. Die Vulkankegel haben sich mit Leben gefüllt und sind zur Keimzelle der Urwälder auf der Insel geworden. Urwälder, deren Gestalt sich durch die Anwesenheit der Menschen verändert hat.
Viele Pflanzen wurden aus anderen Erdteilen eingeschleppt und bedrohen die ursprünglichen Arten. Das Team von Christine Griffiths und Neeti Changwan arbeitet dagegen an. Wir führen hier gerade eine erste Rodung durch. Wir haben hier einen Bereich, in dem sich die Erdbeerguave ausgebreitet hat. Sie gehört zu den invasivsten Baumarten hier auf Mauritius. Und wir schneiden sie weg. Genau wie die eingeschleppten Trompetenbäume und Ravinala, den Baum der Reisenden, der aus Madagaskar stammt. Man muss sie bis auf die Wurzel zurückschneiden und dann noch Herbizide einsetzen. Denn die eingeschleppten Pflanzenarten sind extrem widerstandsfähig. Deshalb wurden sie ja hier eingepflanzt. Als Wegnutzhölzer, die schnell nachwachsen, ohne dass man sie pflegen muss. Sie wieder loszuwerden, ist dagegen alles andere als einfach. Im Ebony Forest im Süden der Insel ackern sich die Teams seit Jahren so durch den Wald. Meter für Meter, Pflanze für Pflanze. Es ist eine Sisyphus-Arbeit. Irgendwo musst du anfangen. Meistens starten wir da, wo noch wertvoller Urwald ist. Den musst du sauber kriegen. Die Pflanzengemeinschaft ist sehr komplex. Und die Zusammensetzung muss stimmen, bevor du anfangen kannst, Säugetiere, Vögel oder Reptilien anzusiedeln. Denen zum Beispiel der Wakua-Baum eine Heimat bietet. Platz zum Verstecken und zum Sonnen. Solche Pflanzungen sollen auch dem fast ausgestorbenen Telfair's King ein Überleben sichern. Es gab ihn nur noch auf einer kleinen Insel nördlich von Mauritius. Ziel ist es, ihm und seinen fast verschwundenen Kollegen einen Wald zu bieten, in dem sie überleben können. Wir hätten gerne mehr, aber zuerst muss eben der Lebensraum wieder da sein, in dem sie Nahrung und Schutz finden. Die Pflanzen sind die Grundlage. Wenn die stimmt, dann bietet sie auch Heimat für die bedrohten Tierarten. Dass das gelingen kann, beweist ein Vogel. Das ist er, der Mauritius-Falke. Er ist einer der seltensten Vögel der Welt. Seine 200 Gramm sollte man eigentlich in Karat aufrechnen. Es gab einen exzessiven Einsatz von DDT, um die Malaria zu bekämpfen. Das Insektizid wirkte aber auch als Gift für die Falken. Bis 1974 hatten nur 4 Falken überlebt. Nur einer von ihnen war ein Weibchen. Und wir haben dann wirklich die letzten Eier gerettet, die dieses Weibchen gelegt hatte. Und haben heute wieder 14 oder 15 Brutpaare im Tal. Auf der ganzen Insel sind es mehr. Der Bestand wurde verhundertfacht. Die Rettung des Falken ist einer der größten Erfolge des Naturschutzes auf Mauritius. Vom seltensten Vogel der Welt mit nur 4 Exemplaren auf heute wieder 300 oder 400 Vögel. Das ist ein großes Ding. Solche Erfolge sind das Ergebnis jahrzehntelanger Aufbauarbeit, die man auch bei anderen Tierarten leistet. An der Blauen Lagune machen sich Vasisht und seine Mitarbeiter bereit,
Gesichter zu identifizieren. Nicht von Menschen, sondern von Meeresschildkröten. In ein paar Minuten werden sie nach unverwechselbaren Mustern suchen. Nadeln im Heuhaufen des Indischen Ozeans. So we just look for turtles. Wir suchen die Schildkröten und versuchen, ein Foto vom Gesicht zu schießen. Sie haben Muster im Gesicht, die für jedes Tier einmalig sind. So identifizieren wir sie. Früher war die Zahl der Tiere unüberschaubar. Dass man sie heute einzeln auseinanderhalten kann, ist eigentlich tragisch. Auch ihr Lebensraum ist längst nicht mehr so bunt wie noch vor einem Jahrzehnt. Die wenigen Tiere drehen ihre Runden über meist ausgebleichten Korallen. Der Meeresschutzpark hat viel gelitten und viel seiner biologischen Vielfalt verloren. Aber nach wie vor ist er ein Hotspot für viele Arten. In 6 Monaten haben wir 22 Schildkröten identifiziert. Alles Jungtiere oder Weibchen. Wir wissen nur noch nicht, wo die Männchen sind. Es wäre spannend, das noch rauszufinden. Es gibt also noch Geheimnisse auf Mauritius. Kein Wunder, denn wir Menschen sind vor gerade mal 400 Jahren ins Paradies eingedrungen. Ins Paradies unter Palmen. Für die Musiker und Tänzerinnen wird es jetzt ernst. Das Festival Creole ist da, der große Moment gekommen. Tausende Menschen erwarten den Siga Tipik. Es ist der rhythmische Brennpunkt vieler verschiedener Kulturen aus aller Welt. Zwangsweise auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean vereint. Pure Lebensfreude, entstanden aus tiefer Tristesse. Auf einer Insel, die eine Zeit lang in die Hölle auf Erden verwandelt wurde und trotzdem ein Paradies geblieben ist.